Das erste Testspiel des 1. FC Köln im Trainingslager in Kitzbühel liegt nun hinter der Mannschaft. Sie musste nach Kufstein reisen und konnte dort gegen Espanyol Barcelona aus der Primera Division antreten. Und wir haben ein wechselhaftes Spiel des 1. FC Köln gesehen. Die Anfangsphase, die ersten 20 Minuten, die waren ganz gut. Viele der Fans haben natürlich auf Miloš Jojić heute geguckt. Er hatte sein erstes Spiel für den FC gegen Barcelona und hatte auch direkt zwei gute Szenen in der ersten Halbzeit. Einmal, da leitet er schnell einen Ball weiter auf Anthony Modest, der dann ganz knapp das Tor nicht trifft. Zum Zweiten gab es dann noch einen Freistoß von ihm, der in Kevin Vogt einen Abnehmer findet. Aber der Ball wurde dann leider vom spanischen Torhüter gehalten. Das Spiel des FC wurde dann immer schwächer, sage ich mal. Spätestens dann in der zweiten Halbzeit, ungefähr ab Minute 60, nach einer guten Stunde ungefähr. Dann hat Peter Stöger nämlich gewechselt. 9 Spieler hat er rausgenommen. Nur Torwart Daniel Mesenhöhler und Abwehrspieler Dominik Heinz haben die Partie dann auch zu Ende bestritten. Dann fielen dann auch die Tore. Der FC war ein bisschen ungeordnet in der Folge. 0:2 dann am Ende dieses Spiels. Und Peter Stöger fällt auch ein gemischtes Fazit. Phasenweise waren wir eigentlich gar nicht unzufrieden. Eine Stunde oder so. Finde ich, war das ansprechend. Und dann haben wir vielleicht nicht mehr so ganz den Rhythmus gehabt mit dem Wechsel. Ist dann manchmal auch schwierig, wenn man so viele Spieler bringt. Das kann auch nicht immer dann gleich gut weiterlaufen. Aber die Tore, ja, das haben wir schon sehr leichtfertig hergeschenkt. Und dann braucht man sich auch nicht wundern, dass man dann das Spiel verliert. Aber es war nicht alles schlecht und ein paar Sachen waren in Ordnung. Vor allem, wie gesagt, erste Halbzeit waren wir zufrieden. Soweit also das Fazit von Trainer Peter Stöger. Neben dem Ergebnis 0:2 gab es noch einen kleinen Wermutstropfen auf Personalseite. Kevin Vogt humpelte hier vom Platz und kam dann eben dick bandagiert am rechten Fuß aus der Kabine. Da wird man dann in den nächsten Tagen sehen, was es genau ist, was er hat. Auf jeden Fall hat er einen Schlag auf diesen Fuß bekommen im Laufe des Spiels und das sicherlich die schlechte Nachricht. Ansonsten, wie gesagt, ein gemischtes Spiel mit 0:2. Der 1. FC Köln verliert gegen Barcelona.